Ich war in der Meisterausbildung in Gardeling, meiner Geburtsstadt. Und der Meister dort, der Fotografenmeister Brockhaus, hatte eine gute Bekannte hier in Cottbus, Fräulein Löfnig. Den ganz alten Cottbussern wird sie noch ein Begriff sein. Hatte in der Kapellenstraße, wo heute das Einkaufszentrum Spreegalerie ist, ein Geschäft, das Fotoatelier Löfnig. Und diese Dame erblindete langsam. Und da hieß es, willst du das Geschäft übernehmen, wenn du die Meisterprüfung hast? Und so sagte ich dann ja. Da mein anderer Traum kurz vorher zerplatzt war, ich wollte eigentlich Kameramann werden bei der DEFA. Und so habe ich eben diese Chance genommen und das Geschäft hier in Cottbus übernommen. Es war ein sehr großer Markt für Passfotos, die zu DDR-Zeiten unwahrscheinlich viel gebraucht wurden. Und ähnlich wie heute Hochzeitsfotos. Familienfotos wesentlich mehr, aber Hochzeitsfotos so ähnlich wie es heute auch ist, sehr viele Hochzeitsfotos. Das Baujahr dieser Kamera wird etwa, ich kann es nicht ganz genau sagen, 1930 etwa, 31 sein. Mitte der 80er Jahre habe ich sie ein klein bisschen umgebaut. Man sieht es hier, es ist ein sogenannter Blitzkontakt dran. Da wir dann mit der Farbfotografie anfingen, war ein konstantes Licht, was nur das Blitzlicht liefert, gefordert. Und so wurde die Kamera auf Blitzlicht umgebaut. Es wurden damit sämtliche Porträtaufnahmen bis zum Hochzeitsbild im Studio aufgenommen. Man konnte sehr gut auch Nahaufnahmen damit machen. So etwa einen Meter Auszug schafft diese Kamera. Und damit konnte man Aufnahmen im Nahbereich größer als wie das Original auf jeden Fall machen. Alles etwas moderner und auch in noch viel mehr Ebenen verschwenkbar und einstellbar oder etwas präziser einstellbar. Aber vom Prinzip her das gleiche Prinzip. Das hat sich so ein bisschen eigentlich verändert mit der Wende, ne? Also dass man aufgehört hat, so ganz klassisch zu arbeiten, dass man vieles nicht mehr selbst im Labor gemacht hat, sondern dass es dann plötzlich von großen Laboren übernommen wurde oder von Partnerlaboren, dass man nur noch spezielle Sachen eben selber gemacht hat, ne? Und dass wir jetzt voll digital arbeiten, das ist vielleicht 15 Jahre her. Und das ist schon eine extreme technologische Umstellung gewesen. Also was wir früher im Labor gemacht haben, machen wir heutzutage viel am Computer. Also das heißt, die Zeit, die man im Labor zugebracht hat, sitzt man auch heute am Computer und bearbeitet das Bild. Wir bearbeiten ja jedes Bild, was wir fotografieren auch. Bilder, die wir früher mit einfacher Technik vielleicht entwickelt haben, drucken wir halt heute. Wir haben einen eigenen Großformatdrucker, wo wir also auch bis hin zu mehreren Metern Größe auf verschiedensten Materialien drucken können. Was sich tatsächlich verändert hat, ist die ganze Handelsgeschichte, also jetzt Kamerahandel und Verkauf und so. Das geht natürlich fast ausschließlich übers Internet heutzutage, wobei wir mit einem sehr guten Großhändler zusammenarbeiten und letztlich ähnliche Preise wie Internetpreise eben auch anbieten können. Sowohl die Hochzeits- als auch die Porträtfotografie, wobei sich natürlich alles verändert. Also zum einen verändern sich die Sichtweisen, zum anderen ist es auch so, dass wir jetzt beim Thema Hochzeiten zum Beispiel ja fast ausschließlich draußen fotografieren. Unter anderem sind wir seit über 15 Jahren für das Filmfestival tätig und sind also jeden Tag und jede Nacht im Einsatz und fotografieren alle Aktivitäten, fotografieren alle Gäste, fotografieren also ringsherum alles, was passiert. Und genauso begleiten wir ganz viele andere Events, zum Teil in der Region, wie die Nacht der kreativen Köpfe oder auch überregional Veranstaltungen, zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo wir also bundesweit dann unterwegs sind. Dass das Handwerk ein klein bisschen mehr wieder in die Fotografie kommt.